Willkommen zu unserem ersten Talk. Das sind der Chrissy und der Kazar. Beide sind vom Freifunk Braunschweig seit 2014 dabei, also auch so lange, seitdem es den Freifunk Braunschweig gibt. Seit drei Jahren testen sie auch ihre Firmware automatisiert. Das machen sie, weil sie auch ein bisschen an ihrer Firmware verändern. Und damit sie damit halt besser klarkommen, versuchen sie automatisiert zu testen. Heute geht es primär um ihr Test-Setup, weniger um die Veränderungen an der Firmware. Und ja, also, dann jetzt der volle Admin automatisiert Gluon auf echter Hardware testen. Moin! Moin! Los geht's! Wie viele Freifunk-Communities benutzen ja auch wir Gluon? Und so ein Gluon-Release, das ist ja getestet, aber dieses Gluon-Release ist ja nicht das, was man am Ende auf seine Community freilässt. Denn per Design hat so ein Gluon ja noch eine Site-Konfiguration, die dafür für jede Community draufkommt. Und viele Communities haben dann noch irgendwelche Pakete oder anderen Änderungen damit drauf liegen. Zum Beispiel die Standardverortung oder den Standardort ihrer Knoten einzustellen im Config-Modus. Und auch die Backends sind ja alle leicht unterschiedlich. Und so ein Gerät ist, also es gibt ja nicht nur ein Gerät, für das man so ein Gluon baut, sondern es gibt eine Handvoll, also eine sehr große Handvoll Geräte davon. Und das alles hat uns dazu bewegt zu sagen, naja, so ein Gluon-Release mag getestet sein, aber wir wollen mit unserer Konfiguration da ja nochmal drauf testen. Und insbesondere mit unserem Projekt Parker haben wir relativ viele Änderungen, die auch relativ tiefgreifend in so ein Gluon eingreifen. Und das alles wollen wir natürlich testen und das natürlich automatisiert, denn wir sind ja faul. Ja, für uns hat sich vor 3 Jahren mal die Gelegenheit ergeben, von unserer Stadt Braunschweig eine finanzielle Förderung zu bekommen. Und ein Teil, den wir uns fördern lassen wollten, war ein automatisiertes Testbett. Und wir haben uns damals 4 Ziele gesteckt für dieses Projekt. Und die möchte ich euch einmal kurz erzählen und wie weit wir da gekommen sind vielleicht auch. Das Erste, was wir damals erreichen wollten, war, wir möchten eigentlich in der Lage sein, unsere frischen Freifunk-Firmware-Images, die wir gebaut haben, von möglichst überall zu testen. Wir haben damals gemerkt, wenn man erst so ein Bild macht und der läuft noch ein paar Stunden, weil man echt viele Images bauen muss, und dann ist man irgendwann später erst wieder dran und kriegt die richtige Hardware in die Hände, um das auch zu testen, dann dauern die Release-Prozesse unnötig lange. Und deswegen möchten wir eigentlich Hardware haben, die irgendwo liegt und die wir von dort aus direkt benutzen können, ohne dass wir erst die passende Hardware aus dem Schrank zaubern müssen dafür. Und das funktioniert halt auch zusammen mit dem Testen, das sehen wir später. Ein weiteres Ziel, was wir erreichen wollten, war, wir wollten eigentlich so kleine Freifunk-Testbeds zu guten Freifunkern aus unserer Community verteilen, von denen wir wissen, dass sie Probleme mit dem Internet haben, zum Beispiel, weil das irgend so ein unsägliches DS-Lite ist oder, naja, weil es irgendwie ein Kabelnetz oder sowas ist. Dann könnten wir halt sehen, wie sieht eigentlich aus deren Perspektive unser Freifunknetz aus. Aber das haben wir bisher noch nicht geschafft. Die Hardware ist noch da, das müssen wir zu gegebener Zeit mal angehen. Eine weitere Sache, die sehr gut funktioniert, ist automatisiertes Testen von Freifunk-Images. Und zwar, wenn so ein Image aus unserem Bildprozess rausfällt, dann bringen wir das auf unsere Testing-Infrastruktur, schmeißen die Tests an, warten 5 bis 10 Minuten und dann haben wir ein Test-Result, wo wir dann sehen, funktionieren die Dinge, die wir haben wollen, eigentlich noch oder sind da Sachen kaputt gegangen. Das letzte Ziel ist, für uns ist schon wichtig, dass Freifunk als Community funktioniert. Also sowohl auf der Seite der Router, die wir aufstellen, aber halt oft auch auf der Entwicklungsseite. Und da möchten wir euch jetzt was davon zurückgeben und deswegen erzählen wir euch heute davon. Dann habt ihr einen Steinbruch, wo ihr vielleicht ein paar Sachen für euch von verwenden könnt oder ja, vielleicht wollt ihr das auch einfach so nachbauen, wie wir es haben und seid damit schon glücklich. Wenn man jetzt so Router fernsteuern möchte, gibt es so ein paar Probleme, will ich nicht sagen, sagen wir Herausforderungen, die man lösen muss. Zum einen muss man halt irgendwie mit der Hardware interfacen, weil man möchte jetzt ja echte Hardware testen. Was heißt das? Na, in der Regel will man irgendwie an den seriellen Anschluss von so einem Router ran, weil dann kann ich Low-Level mit dem Router und auch mit dem Bootloader und auch mit dem Linux auf dem Router reden. Und das kann ich auch dann, wenn ich mir ein kaputtes Image geflasht habe oder beim Testen doch mal irgendwas kaputt geht. Also ich brauche die Serial, dann kann ich Low-Level fernsteuern.
Dann möchte ich in der Lage sein, die Stromversorgung für diesen Router zu schalten, weil dann kann ich den Router halt neu starten und komme auf jeden Fall definitiv wieder in den Bootloader, ganz egal, welchem Zustand ich sonst bin. Und ich möchte in der Lage sein, Knöpfe an so einem Router zu drücken, weil mit gedrückten Knöpfen kann ich auch sowas wie einen Druck von einem Reset simulieren, mit dem ich dann zum Beispiel wieder in den Config-Mode zurückwechseln kann, weil ich das dann später testen möchte. Unsere Router haben State. Zum einen haben wir irgendwie so ein Configuration State, das heißt, unsere Router wissen, mit welchen Gateways sie sich verbinden müssen. Sie wissen, welchen Namen sie haben und an welchen Positionen sie sind. Und sie haben auch solchen State wie VPN-Keys, sei es jetzt für FastD oder in unserem Fall häufig für WireGuard. Aber das ist halt State, der auf den Routern permanent drauf ist. Und zum anderen haben wir natürlich ein Runtime-State. Das heißt, unser Router befindet sich in einem Bootloader, befindet sich im Config-Mode, also im Linux, oder befindet sich im normalen Running-Mode. Und all diesen State müssen wir halt auch mitmanagen. Unsere Router haben per Definition was mit Netzen zu tun, offensichtlich. Das heißt, auch darum müssen wir uns irgendwie drum kümmern. Bei uns haben wir jetzt da im Moment einen sehr einfachen Weg gewählt, aber da ging ja noch mehr, dazu später noch ein bisschen was. Und wir müssen irgendwie schauen, wie ist das eigentlich mit Testing-Infrastruktur auf dem Target? Wir haben uns dafür ein ganz klares Nein entschieden. Wir möchten keine spezielle Testing-Infrastruktur auf dem Target haben, sondern wir möchten, dass all unsere Testing-Infrastruktur außenrum ist. Und wenn wir auf dem Target irgendwas brauchen, dann müssen wir das im Test mitbringen, sodass wir mit einem Vanilla-Gluon, was abgesehen von der Site-Konfiguration genau so auf GitHub liegt, halt auch schon testen können. Und damit haben wir auch die minimalste Beeinflussung, die wir mit dem Test erreichen können. Wie sieht das Ganze dann im Hardware-Aufbau aus? Nun, wir haben halt irgendwie einen Router, den wir testen wollen, und ich habe jetzt hier schon wieder zum zweiten Mal den 841er gezeigt, und ja, unser erstes Testbett, was wir aufgebaut haben, benutzt genau so einen Router. Warum? Zwei Gründe, bevor sich Leuten die Zehennägel hochrollen, oder vielleicht auch trotzdem. Zum einen, man hat davon kilogrammweise rumliegen, warum will man sie nicht verwenden? Wenn sie kaputt sind, nimmt man halt den nächsten, man verliert da nicht viel mit. Das andere ist, zumindest mit unserem Project Parker Freifunknetz, was halt auf WireGuard aufsetzt, funktionieren die Geräte noch ganz brauchbar. Und solange Gluon sie weiter unterstützt, sehen wir gerade keinen Grund, sie loszuwerden. Also testen wir auf der kleinsten Hardware, die wir unterstützen wollen. Jedem Router gibt es einen Testserver, oder zu N-Routern gibt es jeweils einen Testserver an einem Ort. Das sind bei uns Raspberry Pis, weil die sind klein und billig. Und sie haben halt diese GPIOs dran, mit denen wir später noch Dinge schalten können. Wir haben ein Labornetz, wo halt nur diese Geräte drin sind und in denen es Internet gibt, sodass unsere Router später auch unsere Infrastruktur erreichen können nach außen, wenn man testen will, ob sie auch online gehen können. Der Pi oder unser Testserver ist auch in diesem Labnetz drin, sodass er da auch erreichbar ist. Unser Clientnetz von unserem Router steckt mit einem USB-Ethernet-Dongle an unserem Testserver, sodass wir dann auch Client auf unserem Router sein können. Und USB Ethernet, weil so können wir dann auch mehrere mit Hubs quasi beliebig viele Router später an unserem Pi anschließen, was das Ganze skalierbar macht. Wir haben als Power Switch ein vierfach Relaisboard aus dem Maker-Zubehör vom eBay. Da steckt man auf der einen Seite 5 Volt und so ein GPIO von dem Pi dran und auf der anderen Seite hat man halt ein recht potentes Relais, was Dinge schalten kann. Das benutzen wir zum einen, um einfach auf der 9 Volt Seite oder auf der 12 oder 48 Volt Seite unseres Routers Spannungsversorgung zu schalten. Und zum anderen benutzen wir die auch, um die Taster zu überbrücken und können damit dann Tastendrücke simulieren. Und zu guter Letzt haben wir USB Serial Adapter, die auf der einen Seite im Router in die Serial angelötet sind und auf der anderen Seite halt per USB in unserem Pi stecken. Das wirkt jetzt hier alles so wunderschön aufgeräumt auf dieser Folie und geradlinig. Der reale Aufbau ist natürlich wieder ein bisschen wirrer. Wer sich jetzt denkt, man, haben die das eigentlich auf eine Holzplatte gespackst? Ja, wir haben das auf eine Holzplatte geschraubt. Das war damals das Einfachste, was uns gerade entgegenkam. Und es hat sich bis heute gehalten, deswegen gab es keinen Grund, das zu ändern. Ihr seht unten den Router, mit dem wir testen. 841er, ein Loch in den Deckel gebohrt, dass die Kabel rauskommen können. In der Ebene darüber sieht man rechts, glaube ich, das USB-Serial-Adapter, links USB-Ethernet, so ein bisschen hinter der Antenne versteckt, oben rechts der Pi, oben links das vierfache Relaisboard, wo dann halt die Leitungen hingehen, die man mit diesen Relais schalten möchte. Genau. Softwareseitig könnte man natürlich jetzt anfangen, sich irgendwie kleine Shell-Skripte oder Python-Snippets zu bauen, die mit der Hardware interfacen, die GPIOs schalten oder irgendwie auf das Serial-Off-Input warten.
Das ist aber irgendwie ganz schön anstrengend. Und das wäre irgendwie cooler, wenn man das abstrahiert hat. Und wir haben uns da entschieden, das mit Lapgrid zu machen. Lapgrid ist eine Python-Library, die dafür gedacht ist, so Embedded Linux Fernsteuer-Hardware fernzusteuern. Und das ist ein Open-Source-Projekt, findet man auf GitHub. Und wenn ihr mal einen Blick in die Dokumentation werfen wollt, die gibt es bei readthedocs.io. Disclaimer, ich arbeite für die Firma, die große Teile davon gesponsert hat. Das heißt, ich komme auch häufiger mit dem Ding in Berührung. Wie sieht das dann aus, wenn man sich das mal anguckt? Lapgrid, wie gesagt, ist eine Hardware-Abstraction-Library, liegt also in der Mitte zwischen der Hardware, die man abstrahieren möchte, in diesem Fall unsere Labortechnik, also unsere Serial-Adapter. Ich muss jetzt die mal angucken, hätte man da im Lapgrid halt nicht nur einen einzelnen Treiber, der weiß, wie man mit einem Serial spricht, das wäre noch langweilig. Lapgrid hat auch Infrastruktur, um mehrere Serial-Adapter zu unterscheiden, zum Beispiel anhand ihrer Seriennummer oder an dem USB-Port, an dem sie stecken. Und obendrauf gibt es dann Treiber, die wissen, wie man mit einem Bootloader spricht oder auch wie man mit einer Linux-Shell spricht, da Kommandos absetzt und sich dann Return-Code und Ausgabe zurückholt. Es gibt Treiber für verschiedene Power-Switches von irgendwie einem GPIO bis hin zu so einer Server-Fernsteuertechnik, wo halt irgendwie viele Power-Sockets geschaltet in einem Gerät eingebaut sind. Man kann GPIOs auf verschiedenen Plattformen treiben und es gibt noch wesentlich mehr Treiber. Zum Beispiel, wenn man Switcher hat, die SNMP können, kann man gucken, an welchen Ports eigentlich welche IP-Adressen rausfallen. Aber da will ich hier gar nicht im Detail drauf eingehen. Das schaffen wir sonst nicht. Nach oben gibt es jetzt drei Interfaces, mit denen man mit Lapgrid sprechen kann. Es gibt ein Command-Line-Interface. Das ist das, was man benutzt, wenn man interaktiv mit so einem Router arbeiten möchte. Ich brauche mal kurz für eine Präsentation einen Screenshot von einem Router im Config-Modus. Dann flashe ich halt ein Firmware-Image und bringe den Router eben dahin. Das kann ich über Command-Line machen. Es ist aber auch ein Python-Library, das heißt, ich kann auch einfach gegenskripten. Wenn ich sowas habe wie, ich möchte gerne mal 1000 Mal einen Router starten, weil ein Freifunker gemeldet hat, bei jedem 50. Mal funktioniert das irgendwie nicht und dann sind Sachen komisch, könnte man das skripten, startet den Router einfach ganz häufig und wenn man den komischen Zustand erreicht hat, lässt man ihn da stehen und guckt sich dann später an, was das Problem war. Das, worum es heute hauptsächlich geht, ist das PyTest-Plugin, dass man das halt ins PyTest integrieren kann. Lapgrid macht auch viel Vorbereitung schon dafür, dass wir mit dem State unseres Geräts zurechtkommen. Wenn wir uns mal anschauen, zumindest sagen wir mal, für den Runtime-State, so ein Gerät startet immer im Bootloader. Typischerweise ist da einfach der Autoboot an. Das heißt, nachdem der Bootloader gestartet ist, wartet er für einen ganz kurzen Moment und lädt dann das Linux und springt das an. Aber es gibt halt Treiber, die wissen, wie man so einen Bootloader einfängt, den Autoboot unterbricht und dann halt Dinge tun kann. Und das kann man aus dem Lapgrid fernsteuern und auch verfolgen. Es gibt in Lapgrid einen Zustandsautomaten, eine State Machine, das nennt sich das Strategy. Und die Strategy weiß, wie sie erkennt, in welchem State sich gerade so ein Device under Test befindet und hat auch Code, der einem von dem einen in den anderen State bringen kann. So dass man halt auch kontrollieren kann, bin ich im Bootloader, möchte ich jetzt ein neues Image per TFTP flashen, solche Dinge. Wir haben dann halt PyTest. Ich möchte mal kurz ein bisschen was zu PyTest erzählen, bevor wir da gleich nochmal einsteigen, wie wir das wirklich benutzen. PyTest ist ein Python Testing Framework. Das hört sich jetzt erstmal so an, als könnte man damit super Python-Anwendungen testen. Das ist sicherlich auch richtig, aber es ist erst wesentlich generischer gebaut. Man kann damit halt im Wesentlichen alles testen. Das ist halt einfach Infrastruktur, um Tests zu bauen. Und Lapgrid bringt halt ein PyTest-Plugin mit, sodass man dann die Lapgrid-Infrastruktur im PyTest benutzen kann, sodass man halt Tests schreiben kann, die echte Hardware oder ein echtes Linux auf einem anderen Gerät testen. Wie sieht so ein Test dann aus? Den würde ich mal kurz nochmal erklären, so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Nun, generell benutzen wir halt offensichtlich PyTest in unserem Python-Code. Und im PyTest gibt es ein Konzept, das nennt sich Fixtures. Das ist im Wesentlichen eine Methode, die man später in seinen Tests benutzen kann, ganz intelligent. Und zwar macht die irgendwelche Vorbereitungen, um zum Beispiel in diesem Fall ein Gerät in einen Zustand zu bringen. Die Strategy selber, die wir jetzt hier benutzen, ist auch eine Fixture, die uns halt das Lapgrid zur Verfügung stellt. Und mit diesem Transition Shell sagen wir einfach, liebe Strategy, sorg doch bitte mal dafür, dass dieser Router jetzt im Zustand Shell ist, also im gebooteten Linux. Und dann machen wir weiter. Das benutzen wir jetzt hier einfach in unserem Test. Das heißt, wenn dieser Test gleich irgendwann mal gestartet wird, also der Buddy dieser Funktion, dann
sind wir auf jeden Fall in einer Linux-Shell und können da Kommandos ausführen. Und Target ist halt eine weitere Fixture, die uns das Labgrid gibt, sodass wir dann auch mit dem kompletten Target interagieren können und mit allen Treibern, die dazugehören. Also dem Device an der Test und der Feldsteuertechnik außenrum. Wir holen uns jetzt einfach den Shell-Treiber, der halt über die Serial mit dem Gerät spricht, weil ja, wir möchten ja mit der Serial reden, und dann führen wir darauf ein Kommando aus und holen uns den Rückgabewert, die STD-Out und den Return-Code. Und dann machen wir darauf noch ein paar Vergleiche. Und wenn das alles gut aussieht, dann war der Test erfolgreich. Wenn irgendwas von dem fehlschlägt, dann war es das nicht. Das wäre jetzt hier sogar ein echter Testfall und auch eine im Wesentlichen vollständige Test-Suite, die man jetzt nutzen kann, wenn das Target das so hergibt. Aber Casa zeigt uns jetzt noch ein paar Details, wie reale Tests fürs Gluon aussehen. Genau, diese Infrastruktur, die kann man jetzt natürlich benutzen, um genau unsere Ziele zu erreichen, nämlich Freifunk-Images zu testen, Teile der Infrastruktur darüber auch zu testen. Dazu bilden wir in genau so einer Strategy den Flow, den so ein Gluon nimmt, erstmal ab oder den so ein Router nimmt. Wir fangen nämlich mit dem Bootloader unten an, können dann den Router flashen, kommen in den Config-Modus, können diesen konfigurieren und können dann im normalen Betriebsmodus Tests darauf ausführen. Wenn wir mit dem Bootloader anfangen, sähe ein Test zum Beispiel so aus, der nimmt das Target und hat die Fixture in U-Boot, also sorgt das Labgrid dafür, dass wir im U-Boot sind und können dann mal den Command Version ausführen und einfach mal schauen, ist da alles in Ordnung, hat der Command funktioniert, ist der U-Boot ungefähr so, wie wir uns das vorstellen. Damit wir mit ausreichend Confidence in den nächsten Schritt gehen können, nämlich das Flashen. Das ist jetzt kein Test, sondern es übernimmt die Strategy für uns, macht es über TFTP, schreibt das an die richtigen Stellen, gibt die richtigen Commands ab und das sorgt dann am Ende dafür, dass der Router genau die Firmware geflasht hat, in unserem Fall diese Parker.bin, die wir auch testen wollen, denn naja, irgendwann müssen wir den Router mit der Firmware flashen, die wir haben wollen. Dann wechseln wir in den Config-Mode, das übernimmt auch wieder die Strategy für uns. Das sieht dann oben in good config. Und dieser Test jetzt zum Beispiel überprüft, ob unsere Default-Koordinaten, die wir hinterlegt haben, auch so im Config-Modus stehen, um zu schauen, hat der Zyklus funktioniert, dass irgendwie Zeit-Config und unsere eigenen Änderungen alle auch in das Image eingeflossen sind. Da kann man jetzt natürlich noch mehr Tests machen. Wir testen noch, ob der Auto-Updater an ist, ob der Branch so ist, wie wir uns das vorstellen. Das kann man sich dann aber alles mal in den Quellen am Ende anschauen. Dann konfigurieren wir diesen Router. Da tauschen wir vor allem den VPN-Key, damit die Infrastruktur nicht jedes Mal einen neuen Knoten sieht und wir immer denselben Knoten haben. Wir konfigurieren uns das Private Wi-Fi-Paket, das wir übernommen haben, damit wir das hinterher überprüfen können, ob das alles funktioniert. Und nehmen noch so ein, zwei andere Einstellungen vor, hinterlegen ein dieses H-Key, damit wir das am Ende testen können. Und dann kommen wir zum Hauptteil, zum Fleisch quasi, unser Testsuite, nämlich der Test im Betrieb. Das ist jetzt ein Beispieltest, der eben genau diese Private Wi-Fi-Config im Running-Modus testet. Schaut nämlich einfach mal, hey, gibt es diese Wi-Fi-ID? Ist die jetzt in der IW-Config tatsächlich am Ende angekommen, wird die tatsächlich ausgestrahlt, um da mal zu schauen, läuft da alles. Da kann man jetzt natürlich noch viel, viel mehr Tests machen. Was wir schon haben, ist, dass die Infrastruktur einmal getestet wird, dass geschaut wird, ob der DNS-Server funktioniert im Parker, läuft auf jedem Knoten oder auf vielen Knoten auch noch ein DHCP-Server, das wird alles überprüft. Und wenn man sich dann überlegt, wie wir da noch weitermachen können, was wir auch in Zukunft noch machen werden, ist einmal Knoten ohne VPN, also die keinen eigenen Uplink haben, sondern gemasht werden. Die müssen natürlich auch so getestet werden und dafür braucht man natürlich noch einen zusätzlichen Knoten, der in der Gegend steht, von dem man weiß, dass der funktioniert, mit dem man meshen kann. Man kann einen Client simulieren, indem man zum Beispiel eine Containerlösung seiner Wahl verwendet auf dem Testserver und sich über eben genau dieses vorhin genannte Interface auf diesen Router als Client einloggt und einfach mal schaut, bekomme ich eine IP-Adresse, funktioniert meine DNS-Auflösung, kann ich in die Infrastruktur pingen, kann ich ins Internet pingen. Solche Dinge kann man dann auch mal testen und auch den Schritt des Firmware-Updates. Also man schreibt im ersten Schritt eine bekannte gute
Firmware auf diesen Router, konfiguriert den, testet es kurz durch und schreibt dann mit dem normalen Sys-Upgrade eine neue Firmware, die man gerade testen möchte, rein und kann dann die Tests nochmal durchführen, um zu schauen, funktionieren die Migrationspfade, wie ist das mit bestehender Config, um da die Testabdeckung nochmal zu erhöhen. Ja, wie fängt man an, wenn man das jetzt auch machen möchte? Wir haben die Tests in einem Repository auf unserem GitLab, also dem vom Stratum 0. Der Link ist jetzt angezeigt. Zum LabGrid nochmal der Link zur Dokumentation und auch zu einem Talk, den Chrissy hier mal gegeben hat, wenn man sich da noch mehr mit befassen möchte, wenn nicht dieses LabGrid so funktioniert. Und ja, eine, in Klammern, fast aktuelle Bill of Material, das sind auch die Bilder, die wir gezeigt haben, die findet man bei uns im Stratum im Blog. Ja, damit würde ich sagen, happy hacking. Und wir haben jetzt noch ein gutes Stückchen Zeit übrig. Von daher stehen wir jetzt für Fragen im Big Blue Button für euch zur Verfügung. Und dann freue ich mich da auf viele Diskussionen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Okay, das war ja jetzt relativ viel. Wir haben eine Frage aus dem IRC. Da hat jemand gefragt, was eigentlich dieses Gluon ist. Könnt ihr uns das kurz erklären, oder? Ja, sehr gerne. Gluon ist die Firmware, auf der eigentlich viele Freifunknetze beruhen. Was viel an Freifunk ausgemacht hat, war ja die breite Verfügbarkeit von Geräten, die man einfach benutzen kann. Und da hat Gluon einen sehr großen Teil zu beigetragen. Gluon basiert auf OpenWRT, was auch eine Firmware für so mobile Router ist oder für Router ist. Und ja, damit unterstützen wir eine riesige Menge an Geräten. Und jede Community baut sich sein eigenes Gluon, also dieselbe Software mit ein bisschen Konfiguration unterschiedlich. Genau, und das ist das, was das Rückgrat von vielen Freifunknetzen ausmacht. Also zumindest von den Geräten, die man sich zu Hause als Endnutzer hinstellt. Okay, danke. Danke für die Antwort. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch und euch auch die Mühe gemacht habt, trotz dass ihr trotzdem nicht vor Ort da seid. Wir haben uns sehr über euren Talk gefreut und ich hoffe, wir sehen jetzt jede Menge kleine automatisierte Test-Setups, die hier überall aus dem Boden schießen. Ja, das wird uns auf jeden Fall freuen. Wenn dazu noch Fragen sind, man findet uns noch im IRC an verschiedenen Stellen und auch in der 2D-Welt, wenn sie denn launcht. Genau, sprecht uns gerne an. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Remote-Kongress. Dankeschön, euch auch. Vielen Dank für die Mühe, vielen Dank fürs Streamen. Dankeschön.